Hallo und herzlich willkommen zurück bei Beauty Makeup Art. In diesem Video geht es um meine 5 Make-up-Favoriten. Und zwar nicht monatliche Favoriten, so wie ihr es von vielen anderen kennt. Da tue ich mich immer so ein bisschen schwer mit, sondern einfach meine momentan generellen Favoriten. Also ich werde da auch immer wieder Updates zu machen. Aber ich zeige euch das, was jetzt im Moment und auch so die letzten Monate und wahrscheinlich auch noch die nächsten Monate meine Favoriten waren, und zwar in der Benutzung sowohl an mir als auch an meinen Klienten. Mein erster Favorit ist eher ein persönlicher Favorit, also weder für Fotoshootings oder Kameraarbeiten gedacht, sondern wirklich für den persönlichen, normalen Lebensnutzen, sage ich jetzt mal so. Und zwar ist es die CC Cream von Mary Kay. Ich habe dazu schon mal eine komplette Review gemacht. Wenn ihr die sehen wollt oder wenn es für euch interessant ist, dann verlinke ich die jetzt hier oben. Da könnt ihr einfach mal reinklicken und genaueres erfahren, weil da habe ich wirklich alles detailliert einfach beschrieben und habe es auch getestet mit einer Seite so, eine Seite so. Schaut da einfach mal rein. Für mich war das jetzt in der letzten Zeit wirklich eine Rettung, weil ich im Moment durch meine trockene Haut, wer jetzt meine Videos geschaut hat, der weiß, dass ich einfach sehr starke Probleme mit meiner Haut hatte. Und es bessert sich jetzt alles wieder so langsam, aber die war extrem trocken, und zwar so trocken, dass ich keine Foundation mehr tragen konnte, weil ich hier so in dem Bereich und hier oben an der Stirn überall so trockene kleine Stellen hatte. Und das in Kombination mit Foundation, da kann man machen, was man will, es sieht einfach furchtbar aus. Das war bei dieser Foundation nicht der Fall. Sie hat zwar nicht so eine hohe Deckkraft, aber sie ist einfach sehr, sehr reichhaltig und trocknet in keinster Weise aus. Also das ist wirklich einer meiner absoluten Top-Favoriten der gesamten letzten Monate. Hat mir wirklich viel geholfen. Meinen nächsten Favoriten habe ich euch schon im letzten Video gezeigt. Und zwar geht es um die Dermacolor oder um das Dermacolor Camouflage Make-up von Kryolan. So kann man es sehen. Genau. Ich habe schon sehr viele Leute darüber schwärmen hören, deswegen musste ich es probieren. Von den Farben her habe ich jetzt hier die Palette in fair, also in hell. Die Farben sind aber relativ gemischt. Also es sind schon sehr helle dabei, es sind aber auch ein paar dunklere dabei. Und deswegen, also für mich deckt es schon mal vieles ab, und ich werde mir auf jeden Fall davon noch eine dunklere holen, vielleicht auch noch die ganz dunkle, je nachdem. Aber die finde ich richtig klasse, weil man kann mit der extrem viel machen. Man kann Tätowierungen abdecken, man kann, also so hochdeckend ist dieser Concealer einfach. Man kann ihn mischen mit zum Beispiel Augencreme und ihn als Concealer für unter die Augen benutzen. Und diese Variante finde ich großartig. Und ich glaube, das wird so langsam zu einem Lieblingsprodukt von mir, zum Augenrinder abdecken. Ich habe bis jetzt noch nichts Vergleichbares gefunden. Das ist zwar eigentlich so eine recht dick, also so eine feste Konsistenz, aber wie gesagt, wenn man das mit Augencreme mischt, wird es zu einer wunderbar abdeckenden, cremigen Konsistenz und reichhaltigen Konsistenz. Deswegen, also ich finde es echt cool. Und wenn man das auch wirklich gut mit zum Beispiel einem Moisturizer mischt, kann man daraus auch eine Foundation machen. Also ich bin wirklich sehr begeistert. Ich denke, davon werdet ihr noch mehr hören. Und im Moment mein absoluter Favorit, weil man damit so gut wie alles machen kann. Und deswegen in meinen Favoriten im Moment ein absolutes Muss. Also ich habe es erst seit kurzem kennengelernt und liebe es trotzdem schon, sehr zu empfehlen. Wenn ich schon über Favoriten spreche, dann ist euch sicherlich allen bewusst, was jetzt kommt. Die ganze letzte Zeit habe ich über sie geschwärmt, schon seit langem. Aber ich kann es auch immer nur weiterhin. Und zwar die Maybelline Color Drama Intense Velvet Lip Pencils. Die sind einfach großartig. Ich kann nichts anderes dazu sagen. Diese Stifte sind der absolute Wahnsinn. Ich liebe sie. Ich würde sie jedem empfehlen. Preis-Leistung stimmt hier wirklich komplett. Die Farben haben eine gute Range eigentlich. Es sind jetzt nicht total viele Farben, aber ich finde, es langt. Also zumindest so für den Alltagsgebrauch, sage ich jetzt mal. Jeder, der meine letzten Videos gesehen hat, der weiß es natürlich schon, oder der weiß viel über diese Stifte, weil ich einfach schon viel erzählt habe und sie auch viel benutzt habe. Jeder, der meine Videos noch nicht gesehen hat, dem verlinke ich jetzt einfach hier oben die Review zu diesen Stiften hier. Also wenn es euch interessiert, klickt da einfach mal rein. Ich kann sie wirklich nur von wärmstens empfehlen, wirklich. Und um alle anderen nicht zu langweilen, mache ich jetzt schnell weiter.
Nummer 4 ist der Lip Liner von Mary Kay in Soft Blush. Dieser Lip Liner ist für mich einfach nicht mehr wegzudenken, weil man kann ihn für wirklich fast alles benutzen. Es geht für etwas dunklere Farben, für richtig helle Farben, für Nude Lips, unter einen Lipgloss, ich verhaspel mich hier schon. Ich habe ihn extrem viel, gerade auch für meine Bräute. Die lieben den auch, weil man kann den super schön mit einem sehr hellen Rosa verbinden. Das macht einfach die Lippen zu dieser meine Lippen nur besser Farbe. Gepaart mit so ein bisschen glossigem Rosa. Das ist wirklich richtig, richtig schön. Also den kann ich nur empfehlen. Der ist sowohl für mich privat als auch in meinem Kit immer dabei. Und wir kommen auch schon zum letzten Produkt. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich ein schnelles Video. Das letzte Produkt ist eine kleine Schummelei von mir, weil es ist nicht nur eins. Es sind zwei. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe momentan ein Riesenherz für Highlighter. Ich benutze sie immer in jeglichen Varianten, aber ich habe zwei ganz spezielle, die ich wirklich, wirklich liebe und die man so gut wie allem benutzen kann. Zwei MAC-Produkte. Und zwar einmal die MAC Strobe Liquid Lotion. Die finde ich super, weil es halt einfach, man kann so viel mit ihr machen. Man kann sie unter die Foundation machen, man kann sie über die Foundation machen, man kann sie aufbauen und intensivieren, aber sie glitzert nicht. Und das finde ich wirklich ganz, ganz wichtig bei Highlightern. Weil gerade für tagsüber sehen Highlighter wunderschön aus, wenn sie nicht glitzern. Für abends ist so Glitzer auch wunderbar. Aber für tagsüber finde ich es einfach nicht so schön. Und deswegen wirklich, wirklich gut. Als zweites aber auch von MAC, die Cream Color Base in Hush. Ich finde diese Farbe wirklich toll. Sie hat ein leichtes Rosa, ist aber trotzdem noch so hell, dass man es eigentlich als Highlighter benutzen kann. Und ich kann mich zwischen den beiden nie so richtig entscheiden. Ich finde sie wirklich super und die würde ich jedem empfehlen. Und das war es auch schon mit meinen 5 Favoriten im Bereich Make-up. Wie schon gesagt, das sind keine Monatsfavoriten, sondern es sind wirklich Favoriten, die ich jetzt schon etwas länger ausgetestet habe und schon, ja, die einfach wirklich kenne und auch immer wieder benutzt habe, jetzt so die ganzen letzten Monate. Das hat sich bei denen einfach rauskristallisiert, dass die für mich die beste Wahl sind. Dann hoffe ich, dass das Video für euch informativ war und euch Spaß gemacht hat. Wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen hoch und ein Abo von euch freuen. Mich würde es auch sehr interessieren, ob ihr schon mal eins dieser Produkte ausprobiert habt und ja, wie eure Meinung zu diesen Produkten ist. Findet ihr die auch so gut wie ich oder findet ihr die überhaupt nicht gut? Weil nur weil ich sie gut finde, heißt es ja nicht, dass sie auch euch gefallen oder es kommt ja auch immer so ein bisschen auf den Hauttypen drauf an oder auf die Arbeitsweise, also wie man mit dem Produkt arbeitet. Deswegen wäre es für mich super interessant zu hören, was ihr über diese Produkte denkt. Wenn ihr irgendwelche Favoriten habt, wo ihr sagt, die kann ich mir ohne diese Produkte kann ich es mir überhaupt nicht mehr vorstellen in meinem Leben, dann schreibt sie mir bitte unten in die Kommentare, denn ich bin immer froh, ja, zu hören, ob es irgendwo gute Sachen gibt, die ich einfach mal ausprobieren kann. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, egal was ihr gerade macht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!